Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute füllen wir mal Pressonnägel auf. Die Nägel sind zwar noch nicht weit rausgewachsen, aber durch die Arbeit und Umzug ist einer flöten gegangen. Es sieht natürlich vor Weihnachten nicht schön aus. Da sind auch die Nägel entstanden im Übrigen. Aber wir reden nicht lang, sondern machen erstmal die Vorbereitungen. Ich nehme einen Teil, also ich nehme die alte Modellage, sprich das alte Gel komplett runter und befeile mir den Rauswuchs bzw. den durch Rauswuchs entstandenen Rand flach, damit wir dann mit Gel auffüllen können und damit das wieder eine schöne ebene Fläche ergibt. Damit ich dann schön am Rand den Press-on-Tip anmattieren bzw. abflachen kann, habe ich einen spitzeren, mittleren Keramikbit genommen und damit wird jetzt der Rand befeilt, damit ich keine Verletzungen an der Nagelhaut hervorrufe. An dem Finger, wo der Tipp abgesprungen ist, arbeite ich nur mit dem Keramikbit und feile das Press-on-Gel vorsichtig runter, sodass wir dann komplett auf dem Naturnagel arbeiten können. Wir wollen auch hier jetzt nicht mehr mit Tipp verlängern oder verstärken, sondern wir bringen den Naturnagel zum Wachsen und modellieren dann direkt auf dem Naturnagel. Ich löse dann zwischendrin, wenn ich sehe, dass sich das Press-on-Gel ablöst, immer gleich ab und befreie somit den kompletten Nagel. Mit der Handfeile entferne ich noch einen Teil vom Tipp und begradige bzw. feile Form und Länge noch etwas zurecht. Diesmal wird es wieder eine kurze Modellage, die so halb oval ist. Also da gibt es jetzt keine spezielle Form, an die wir uns gehalten haben, weder Mandel noch Ballerina, sondern einfach nur eine abgerundete kurze Form. Ich mattiere mir auch noch einen Teil des Rauswuchs an, beziehungsweise mattiere mir den Rauswuchs an und nehme noch einen Teil von der Oberfläche vom Tipp mit ab. Nachdem dann die Feilschritte erledigt sind, habe ich noch die Nagelhaut zurückgeschoben und unsichtbare Nagelhaut mit dem Fräser entfernt. Das haben wir aber diesmal leider nicht auf Kamera.
Sind alle Feilarbeiten abgeschlossen, wird der Feilstaub gründlich entfernt. Nachdem ich mir einen säurefreien Primer aufgetragen habe, kommt auch schon das Rubber Base Perfect Flex von Lini zum Einsatz. Damit mache ich die erste Schicht Gel auf den Nagel. Mit dem Fiberglasgel Make-up Rosé mache ich den Aufbau, sprich ich fülle den Rauswuchs auf und ziehe mir dann das Fiberglasgel nach vorne über den noch vorhandenen Press-on-Tip. Und hier muss jetzt kein riesengroßer Aufbau gemacht werden, da ja noch der Press-on-Tip drauf ist, aber er soll schon wieder verstärkt werden, weil ein bisschen was vom Tipp haben wir ja abgenommen. Nachdem dann alle Nägel mit dem Fiberglasgel bearbeitet wurden, nehme ich schon die Schwitzschicht ab, denn nun muss das Ganze wieder in Form gefeilt werden. Bevor die Farbe zum Einsatz gekommen ist, haben wir natürlich den Feilstaub gründlich entfernt. Ich benutze hier einen Shellac, und zwar ist das von Pretty Nail Shop 24 das Shellac Gel Make-up. Das machen wir in zwei dünnen deckenden Schichten auf den Nagel und haben somit eine schöne, ja, Basis für das Design. Ich habe dann mit einem Basecoat eine Schicht Gel auf den Nagel gebracht, tippe mir den ersten Nagel in mein Glitzerpöttchen und dann wird das Glitzer nach hinten ausgestrichen, sodass das einen kleinen Verlauf ergibt. Dann nochmal überschüssiges Glitzer entfernen und leicht andrücken, dass keine Partikel nach oben wegstehen. Am Ringfinger gibt es eine Gelmalerei. Dazu habe ich mir erstmal mit einer trockenen Zellette die Schwitzschicht abgenommen und setze jetzt mit einem Painting Gel und einem Dotting Tool, ich benutze ja das Painting Gel von CBC Beauty Concept, ein paar Punkte. Und da das ja Winter-Weihnachtsnägel waren, könnt ihr schon erraten, was es werden soll, eine Schneeflocke. Ich habe mir also die Punkte gesetzt, nicht ausgehärtet und dann mit einem Schlepperpinsel bin ich von innen nach außen entlang den Punkten, durch die Punkte durch sozusagen und habe eine Schneeflocke gezogen. Bevor das aber ausgehärtet wird, habe ich in das noch feuchte Gel, hier musste ich ein bisschen korrigieren, dann noch ein paar Glitzerpartikel eingestreut.
Der Zeigefinger bekommt auch ein Design, ebenfalls mit etwas Painting Gel. Habe ich hier Eiszapfen gemacht. Ne? Und ja, der Zeigefinger ist gewollt so kurz, denn es sollte keine Verlängerung mehr stattfinden, sondern die Naturnägel sollen jetzt in Zukunft nur noch verstärkt werden. Ich mache hier jetzt, wie gesagt, das Eiszapfendesign und dann schauen wir mal weiter. Im unteren Bereich werden mit etwas Weiß ein paar Schneebälle gemalt und in das noch feuchte Gel kommt ebenfalls wieder das feine Glitzer. Der Ringfinger wird ganz klassisch mit einem Sticker besetzt. Dazu habe ich mir die Schwitzschicht mit einer trockenen Silette abgenommen, damit ich den selbstklebenden Sticker gut platzieren und dass der gut haften kann. Hier streiche ich alle Blasen und Riffel raus. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt wird nochmal das Glitzer abgeputzt, damit wir dann auch schon versiegeln können. Als Versiegelung kommt der Glanzversiegler. Das Versiegelungsgel Glossy von Laveni Pretty Nature 24 zum Einsatz. Nach den ganzen Strapazen kommt jetzt noch etwas Nagelöl. Und das, meine Lieben, war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.